Ca. 300.000 Kinder werden jährlich in Deutschland missbraucht. Jedes dritte Mädchen und jeder siebte Junge. Nur jeder 20. Fall wird aufgedeckt. Wir können sexuellen Missbrauch von Kindern verhindern, wenn wir nicht wegsehen. Wir können sexuellen Missbrauch von Kindern verhindern. Kennst du es? Ihren Schmerz, der in der Seele bleibt. Er war 12, es war Herbst, Qual für die Lebenszeit. Es war ein Tag im Park, wie sonst Tag für Tag. Doch für ihn wurde der Tag zur Nacht. Er war ein Junge mit einem Lachen im Gesicht. Doch seit diesem Tag sprechen die Narben für sich. Der Staat versagt, macht nix gegen Pädophil. Es gibt bei Tag und Nacht kein Licht. Spürst du diese Krise denn? So geht es vielen, Tränen tropfen die Wangen entlang. Und Kids fühlen sich, als wären sie lebenslang im Knast gefangen. Wie ein Fisch an Land, sie fühlen sich hilflos und leer. Verfolgt in ihren Träumen ihr Leben als Albtraum und nicht mehr. Ihr Leben ist nichts wert, sie stecken voller Schmerz, Last und Trauer. Missbraucht und auch ein Trauma bleibt nach diesem grauen Tag. Sie bleiben ein Schatten ihrer selbst, ohne Kraft für die Welt. Im Schatten dieser Welt. Wenn sie weinen, fließen bittere Tränen. Und wenn sie vor Angst schreien, sind es Kids, die sich quälen. Tränen wie ewiger Regen, ein ewig bitteres Leben. Für die Kids, die sich quälen mit ihren bitteren Tränen. Wenn sie weinen, fließen bittere Tränen. Und wenn sie vor Angst schreien, sind es Kids, die sich quälen. Tränen wie ewiger Regen, ein ewig bitteres Leben. Für die Kids, die sich quälen mit ihren bitteren Tränen. Kennst du es, wenn diese Spasten ihnen das Leben nehmen? Sie war grad 8 und konnte noch nicht viel vom Leben sehen. Es ist ein Quälen der Seelen, so wurde sie ins Grab geschickt vom Vater. Und er hat gefickt, für sie gab es kein Tageslicht. Nein, ihre Tränen flossen wie Regen im Herbst. Sie durfte kein was sagen, schon mit 8 war ihr Leben nichts wert. Sie konnte nur beten und hören, ob nachts Schritte kommen. Dieser Mann hat ihren Augen das Glitzern genommen. Es gab keine Freude im Leben, keine Freunde, nur Leute, die wegsehen und diesen Teufel, der sie quält. Denn es war für sie wie die Hölle auf Erden. Jede Nacht diese Schmerzen, wie sollte sie sich wehren? So lag sie da, bleich, mit diesem leeren Blick. Ihr Herz stand still, so hat er sie zum Herrn geschickt. Er sagte nur, komm, ich wärm dich. Doch nach diesem Wintertag sah man sie noch einmal in ihrem Kindersarg. Wenn sie weinen, fließen bittere Tränen. Und wenn sie vor Angst schreien, sind es Kids, die sich quälen. Tränen wie ewiger Regen, ein ewig bitteres Leben. Für die Kids, die sich quälen mit ihren bitteren Tränen. Wenn sie weinen, fließen bittere Tränen. Und wenn sie vor Angst schreien, sind es Kids, die sich quälen. Tränen wie ewiger Regen, ein ewig bitteres Leben. Für die Kids, die sich quälen mit ihren bitteren Tränen. Es ist Schachmatt, doch nur 2 Jahre Knast. Es sind 2 Jahre Haft für das, was so ein Spast macht. Es ist doch krank, Mann, verdammt, wer legt schon Hand an? Sagt, welcher Wichser für Kinder die ganze Nacht lang? Warum fickt ihr sie? Warum lasst ihr nicht los? Ihr sind doch noch klein, sagt bloß, das ist euer Niveau. Warum lässt man solche Leute frei? Wie wird es enden? Der Staat hat versagt, warum gibt es solche Menschen? Wenn sie weinen, fließen bittere Tränen. Und wenn sie vor Angst schreien, sind es Kids, die sich quälen. Tränen wie ewiger Regen, ein ewig bitteres Leben. Für die Kids, die sich quälen mit ihren bitteren Tränen. Wenn sie weinen, fließen bittere Tränen. Und wenn sie vor Angst schreien, sind es Kids, die sich quälen. Tränen wie ewiger Regen, ein ewig bitteres Leben. Für die Kids, die sich quälen mit ihren bitteren Tränen. Wenn sie weinen, fließen bittere Tränen. Und wenn sie vor Angst schreien, sind es Kids, die sich quälen. Tränen wie ewiger Regen, ein ewig bitteres Leben. Für die Kids, die sich quälen mit ihren bitteren Tränen. Wenn sie weinen, fließen bittere Tränen. Und wenn sie vor Angst schreien, sind es Kids.